Servus beieinander, ich bin's der Badroot. Und ich heuer Zockkopf. Und wir heißen euch recht herzlich willkommen. Zurück. Ja, genau. Der Badzi und sein Granatenwerfer. Hey, ich kann durch dich durchschießen. Verdammt. Das siehst du mal, ja. Ja, du hast es schon im. Du solltest eigentlich schon im letzten Part bemerkt haben, dass du mich nicht treffen kannst. Als du mir wieder mal in den Arsch schießen wolltest. Aber das sagt das nicht. Stell dich mal zur Tür. Stell dich zur Tür. Ja. Na und toll. Jetzt? Was sagst du jetzt, Baby? Ich hatte davor volle Leben. Du hast mir jetzt alle volle Leben genommen. Ah, du fieser Fettsack. Das geht auch am Boden. Okay, wir spielen das Resident Evil jetzt anders. Das wird ein Deathmatch, Junge. Ein verkacktes Deathmatch. Alter, du hast mich jetzt echt erledigt. Du Held. Ich dachte, du hättest Friendly Fire Ass. Du hast mich jetzt erledigt. Super. Macht nichts, wir starten eh wieder da. Dann wieder mit voller Lebensenergie, weißt du? Ach so, deswegen. Ich verfolge die BMW. Munition ist halt weg, aber... Bei dir, ja, ich hab noch welche. Ja, ja, mach ja nichts, ich brauch's ja nicht. Ich meine, ich bin aber so viel Aim, ich kann doch mit der Pistole knallen. Mach jetzt keinen Scheiß. Ja. Granatenwerfer weg. Einen musst du dir zurückgeben, sorry. Nein, jetzt musst du mich erledigen, damit ich wieder volle Lebensenergie hab. Komm, kill mich jetzt. Kill mich, Baby. Ja, geh weg von mir. Kill geh mich. Weg von mir. Geh weg kill von mir. Mich. Ist ja eh wurscht. Wenn ich sterbe, müssen wir eh von neu anfangen. Ob du Lebensenergie verlierst oder nicht. Los, Baby. Ja, du bist noch nicht fertig mit mir. Nein. So. Verstehst? Granatenwerfer und ich habe urdramatische Sterbeszene urlangsam. Die Logik ja. Lässt grüßen, ne? Ich glaube, dafür war der nicht gedacht. Ich verfolge die BOW. Ich lasse Ada nicht so davon kommen. Genau, jetzt schnappen wir mal lieber wieder Ada, bevor wir uns beide gegenseitig killen. Aber ein bisschen Spaß muss sein, zwischendrin. Alpha Team an HQ, wir verfolgen das Ziel. Und nicht mal uns gegenseitig, nur noch das Ziel. Oh, sag mal, hast du den auch mit dem Granatwerfer erwischt, der da so liegt? Moment, aber warte, lass mal gucken. Scheiße, so will ich nicht sterben. Ja, du kannst dich auch anders hinlegen zum Sterben, Junge. Ich glaube, das hat der Kollege gesagt, oder? Ja. Ja, aber wieso? Ich hab schon gedacht, du hast das gesagt. Nein, ich bin ja der Coole, ich hab Bizeps. Ich würde nie sagen, scheiße, so will ich nicht sterben. Ich würde sagen, verdammt. Du würdest gleich weinen, gell? Nein! Ah, das war's zum Abknallen! Bam! Was ist da drin? Die Küche. Dem Fernseher kommt nichts mehr. Oh, illegales mein Gott. Pokerspiel. Eindeutig. Ne, was spielen denn die da? Das ist ja gar kein Poker. Ja, das ist, Machin. So ein Wie? Keine Ahnung. Machin. Also, du hast jetzt einfach nur einen Namen gesagt, okay. Dachte, du müsstest ich denke, vielleicht heißt es so. Kann es so. Ich müsste mal googeln, was das ist. Ich glaube, so Japan, chinesisches Poker. Wir sind ja nicht in China, nicht in Japan. So, haben wir überhaupt einen Plan, wo wir gerade hinrennen? Ups! Was war jetzt? Das mein Bizeps pumpt. Verdammt! Warum zeigt sich das Ding nicht? Ich glaube, ich bin richtig. Nee, Moment. Jetzt bin ich wieder was, bei der Leiche. Du bist ja komplett falsch. Ich bin richtig, aber egal. Tö, dann mach's halt allein. Hier war nämlich eine geht Kiste nicht. Noch. Geht nicht, ich krieg die Tür nicht auf alleine. Du hast die Kiste? Ja. Wo ist die Kiste? Irgendwo da in einer der Türen. Das war sehr genau hier. In so einem engen Bad auf alle Fälle. Das war irgend so ein enges Bad. Ganz da habe ich aber auch schon eine Kiste zerdäpscht. Da war aber nur Erfahrung drin, also nichts großartig Wichtiges. Tja, Erfahrung habe ich genug, brauche ich nicht, super. Ich rutsche die Stufen runter. Weil ich es kann. So. Ich komme an dir nicht vorbei. Ich weiß, wer dein Bizeps. Du hast das verstanden, mein Freund. Wieso habe ich jetzt die Knarre auf einmal in der Hand gehabt?
Was eigentlich mit der Schlange passiert, die wir gesehen haben? Die verfolgen wir ja gerade eben. Also, ich dachte, wir verfolgen Ada. Oder die Ada? Die Ada ist die Schlange. Da ist sie! Ich bin mutig. Ich glaube eher, du solltest weniger Steroide nehmen. Hey. Komm mal runter. Was zum Teufel haben Sie sich bei dieser Kamikaze-Aktion gedacht? Das sind meine Männer. Entweder Sie folgen mir oder ich suche mir jemand anderen. Was reden Sie denn da? Gib mir einen Kuss. Ihr habt ihn gehört. Abrücken. Wie sollen wir das Ding erledigen, wenn du bist echt ein komischer Chef, ey. Du bist so ultra aggressiv und so weiter. Man weiß nie, wo er mal bei dir ist. Eine Minute lächelt er, dann schickt er wieder alle in den Tod. Kiste. Okay, warte. Jede Menge Kisten. Kisten sind was Tolles. Ja, da hatte ich gerade einen Grafikfehler. Einen Schattenfehler oder sowas. Kiste. Sag mal, die Gänge hier sehen doch alle gleich aus. Da war ein Witz. Da hat er mich reingelegt. Da vorne ist die Kiste. Da ist ein Gewehr. Ein Bild runtergefallen. Da bist du jetzt sauber. Erschrocken. Da bist du jetzt erschrocken. Hier ist es auch nicht. Sauber. Als wäre es hier sauber. Die Schlange ist 7 Meter groß, Leute. Die werdet ihr wohl nicht übersehen. Ne, sie kann sich unsichtbar machen. Oh. Ich hab sie erwischt. Hast du jetzt geschossen? Ich weiß, wie wir sie erkennen. Ich weiß, ich weiß, wie wir sie erkennen können. Durch unser Rotpunktvisier, Laserdingens da, gell? Bricht das Licht und strahlt dann so. Verstehst du? Noch nicht, nee. Ne? Das war voll genial erklärt. Ich meine, was verstehst du daran nicht? Ah, okay, mach mal, die Tür. Ich brauch deine Hilfe gar nicht. Ich kann Türen alleine aufmachen. Wie sieht es an? Siehst du es? Ehrlich gesagt, erkenne ich die auch so, weil die hat ja nur so, die, auch wenn sie unsichtbar ist, hat sie ja nur so einen kleinen Schimmer rum. Geht ich rutsch runter. Ha. Ich aber wenn sie sich nicht Beine umseilen, das kitzelt aber das so. Hat ein, was? Das hat einen Grund, dass das so ist, wie es ist. Hier geht's nicht durch, helfen Sie mir. Ja, vielleicht, weil die so gemacht wurde, die Schlange. Nein. So gut waren wir nicht die ersten unten. Komisch, erst regt er sich noch auf, dass es sein Team ist, gell? Oh nein! Ich bin im zweiten Stock! Ich will nicht getrennt gehen. Ich kann Chef nicht finden! Wir gehen getrennte Wege. Reißen sich zusammen, Marco, wo sind Sie? Erster Stock! Oh, Kacke! Ich glaube, das Ding ist hier! Unser Ziel ist im ersten Stock! Alle herkommen, sofort! Okay, erster Stock. Zum Glück nicht bei mir! Ich kann die Handgranate nicht nehmen! Warum nicht? Weil du voll bist. Oh, jetzt liegt da eine Leiche im Weg. Ich will aber in die Kiste. Ich kann nicht über die Leiche drüber steigen. Na klar. Aus Respektgründen wahrscheinlich. Ich höre sie. Ich habe Reed gefunden. Aber er ist tot. Reed ist tot. Geh gerade ins Treppenhaus. Geht auch nicht. Aber ich höre das Schlingeln von ihr so. Ja, das höre ich auch. Ich komme, Mann! Aber solange es nicht bei mir ist, alles gut. Marco, alles gut. Bleiben Sie auf Position. Nach oben, haben kann Sie ich gehört? Hochgehen. Das ist ein Befehl. Ah, okay, ich bin ja im zweiten Stock. Jetzt gehe ich runter in den ersten Stock. Moment. Ups. Achso, sie hat dich. Die ist hinter mir durchs Fenster. Die ist runter, glaube ich, zu dir.
Ich kann diese Tür nicht auftreten. Bin ich ein Held? Ah, weil ja, ich sie dir öffnen muss. Moment, da war was davor. Jetzt kannst trickst du auf. Aber ich mach sie dir auf, so nett bin ich. Du schiebst mich weg mit der Tür. So, wir sind wieder zusammen. Alles gut. Ja, toll. Aber wir waren bei dir richtig, oder? Ja, definitiv. Wir müssen, glaube ich, entweder hoch oder hier weiter. Ich glaube durch die Tür. Weil die Schlange ist durchs Fenster raus bei mir. Wow. Es ist da drin. Wie sich der Stuhl dreht. Okay, wir finden das Drecksvieh und erledigen es. Schnell und gnadenlos. Gnadenlos und schnell. Ja, was denn? Schnell oder gnadenlos? Beides geht nicht. So, die kann ja nicht überall hier lang. Die ist ja dick und groß. Das geht eh nicht. Jeff! Hast du Jeff gefunden? Arme Schwein. Gott. Wo bist du, du Mistvieh? Fällt das nicht auf, dass sich da was bewegt oder so? Das war jetzt echt gut. Endlich zeigst du dein hässliches Gesicht. Hast du das jetzt zur Schlange oder zu Pierce gesagt? Zu dir! Ich kann auch nichts dafür. Jetzt? Die ist da unten rein, glaube ich, durch den Schacht. Ja, warum macht unser wieder. Freund nichts? Da! Es ist da drüben! Ich hab sie! Ich muss ehrlich sein, ich vergesse bei dir manchmal, was der Kopf ist und was. Da ist sie! Ich hab gleich keine Munition mehr! Gleichzeitig, sehr gut. Kommt die wieder aus dem Eck, ja. Oh, die war jetzt ganz nah! Muss ich dir eigentlich auf den Kopf schießen oder ist der Körper auch okay? Nee, ich denke voll Bade. Die ist aber flott, hä? Hey. Ich glaube, es ist da lang, Captain. Ich glaube, alle Schlangen Nein. sind flott. Sollen wir haben wir die nicht einfach in den Ofen geschubst? Ja, kletter da mal hinterher. Mach das mal. Ich gehe außen rum. Ups! Sie kommt! Sie hat mich! Badwood! Ich mach grad Kisten kaputt. Ich hab nämlich Munition gebraucht und. Ja, die brauche ich auch. Ja, aber ich bin ja der Held. Weil reinkriechen musst. Ich bin ja der Held. Tja, sie hat mich einfach so wegschubst. So, ich komme. Oh nee, sie hat mich. Ich bin schon unterwegs, ganz schnell. Mach was! Was immer die Schlange am Kopf packen, du weißt wie es ist. Die Schlange immer festwürgen. Du weißt doch wie es geht. Ich war jahrelang Single, natürlich weiß ich wie das geht. Da ist sie! Ah, du schießt keiner! Betsy, du stehst einfach nur neben mir. Ja, ich hab ein bisschen gebraucht, bis ich so... So, ja, aber wo geht die da ist ja kein Loch mehr. Oben, oder? Wie Ach, kann ich hab doch einen Raketenwerfer noch. Warum benutze ich denn den nicht? Weil es ein Granatenwerfer ist. Das Ding ist hier drin. Bringen wir es zu Ende. Bringen wir es zu Ende. Munition. Was? Ich hab mich und die Schlange erwischt. Da stimmt doch was ganz und gar nicht mit der Schlange. Die kann sich ja in Duft auflösen, hä? Da ist wieder. Normal ist das jetzt nicht. Ich finde viel Schotti-Muni. Muni-Schotti. Dann werde ich halt mit der Schotti herumpallern. Wo denn? Ah, da. Da. Liegt überall Munition für die Schotti. Da ist sie! Oh, die ist von mir! Ah, Hilfe! Hilfe!
Ich hab richtig gedrückt. Ich hab richtig gedrückt. Sehr gut. Sehr gut. Ich hab richtig gedrückt. Ehrlich gesagt aus Zufall. Da ist sie. Die ist direkt vor dir. Siehst du sie nie? Doch, ich hab doch geschossen. Ich schieß ein paar Mal daneben. Irgendwie ist das zu langsam. Wer du denn? Plötzlich kommt ein Freund. Vorsicht! So. Hilfe! Und weg ist sie. So. Ich habe echt keine Munition mehr. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Muni weggeht. Ich bin dafür die Schotti. Ich benutze die Schotti die ganze Zeit. Noch mal eine. Warte mal. Ich kann hier noch wo durchkriechen. Ach nee, du brauchst wieder meine Hilfe. Pierce. Hey. Ja, ja, lass mich doch erstmal da durchkriechen Pierce. Und schauen. Schneller. Da hinten. Schneller. Bleib mal cool. Hör auf mich anzu. Nö. Wenn du so mit mir redest, mach ich nichts. Schneller! Ja, ja, schrei nur rum. Hier drüben! Ja, ja. Hier drüben! Schreien rum. Boah, hier gibt's Kisten. Boah, Heilkraut, aber jede Menge. Ja, wie er lügt, Alter. Nein, hier ist Heilkraut und eine Kiste. Mit Erfahrungspunkten drin. Mit ziemlich vielen Erfahrungspunkten drin. Schau, wie er lügt. Du müsstest nur mal hierher kommen. Anstatt da rumzuschreien, wie so ein Cholergiker. Wieso kann ich jetzt das... Achso, ich muss das nur verbinden, dann habe ich wieder Platz. Na her, siehst du? Aber du sagst jede Menge Heilkraut, nur zwei. Ja, ist ja für mich jede Menge. Wieso findet man kein Rotes mehr? So, hast du auch schon die Erfahrungspunkte genommen? Ja. Okay. Siehst du, ich habe doch nicht gelogen. Da war doch noch was, oder? Achso, drüber springen. Wenn er da wie ein Cholergiker vor der Tür steht und schreit, verstehst? Irgendwie sieht das schnell kriechen komisch aus. Ja, und warum macht er das nicht länger? Bisschen. Deswegen sieht es wahrscheinlich auch so komisch aus. Ach, ich habe keine Energie mehr, deswegen geht's nicht. Jetzt bloß nicht furzen, Betsy. Ja, vor allen Dingen, man weiß ja nie, was mitkommt, wenn man furzt. Kuckuck! Ups! Voll im Dreck gelandet. Warum? Ah, irgendwas mit Strom. Wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Seine Haut muss dicker geworden sein. Unsere Waffen richten nichts aus. Das fällt uns jetzt auf. Ja, leck mich doch. Dann müssen wir etwas anderes finden. Das heißt, die ganze Munition bisher war umsonst. Das stimmt allerdings. Au! Einfach hinterher, dann kriegt sie uns nicht. Ist das ganz ich bin oben! Ich bin oben! Da ist Heilkraut! Ich bin noch unten. Probier die und da ist noch mehr Heilkraut. Du musst auf die andere Seite. Wie komme ich darüber? Weil soll ich jetzt einfach den Schalter aktivieren? Ich aktiviere jetzt mal den Schalter. Mach mal, ich bin unten raus. Ja! Ah, jetzt ist er raus. Marco, laden Sie das Ding auf! Bin dabei! Das sind aber große Steckdosen. Okay, jetzt musst du statt Marco das machen. Ja, wie komme ich da rüber? Ja, da war keine Schlange. Wer bleibt das nicht so? Ups, die ist ja hoch. Warte. Ah ne, da muss man warten. Du musst die Schlange dorthin locken. Ne, ne, jetzt. Aktivier. Da, er kommt ja hoch. Du musst die Schlange dorthin locken, sag ich doch. Warum geh runter, Betsy. Ja, warum du? Dann geh runter. Ah, sie kommt schon, sie kommt. Ich kann doch nicht. Jetzt. Ich hatte zwar jetzt voll mit erwischt, rein theoretisch, aber... So.
Guck mal, mir hat der Strom nichts gemacht. Ich rauche nur ein bisschen. Ein China-Kracher. Sie löst sich einfach auf. Er geht, ihm geht's gut, super. Ich glaub, perfekt, jetzt hat sie sicher was fallen lassen. Ja, Erfahrung. Nee. Die muss doch was fallen lassen haben. Die fette Gurke. Nee. Na super. Na super. Vielleicht, weil wir sie nicht selber erledigt haben, sondern nur der Strom. Was geht, Marco? Hilf uns hoch. Nee, hier ist echt nix. Ist ja kacke. Los, zieh! Komm schon, Junge, du kannst das schaffen. Du bist der Beste. Oh ja, rotes Grat. Er zieht mich hoch. Ich komm hier nicht. Au, oh Gott. Oh, verdammt. Du bist in Strom gerannt, oder? Ja, ich wusste nicht, dass das elektrifizierend ist. Gut, ich werde schnell kombinieren. Rot, grün, zack, ich bin voll. Verdammt. Gut, dann war das wieder eine sexy Folge, oder? Schlangenkiller. Genau, wir haben die Schlange gewürgt und... Ja. Standard, ne? Da, ich halte um diese Uhrzeit. Ja, dann... Macht's das gut. Macht's es gut. Haut da rein. Und immer brave sein. Ja, ciao. Tschüss. Ciao.